Ihr seht mich hier in einem Berg aus Briefen. Die kommen alle aus unserem Briefkasten, der jetzt auf Tour ja immer dabei ist. Wer auf Tour schon war, weiß, wovon ich rede. Da sind ganz tolle Sachen drin. Selbstgemalte Bilder, zum Beispiel. Hier, schöne selbstgemalte Sachen. Dann haben wir Geschenke. Auch Geschenke sind dabei. Wir haben versiegelte Briefe, die natürlich noch entsiegelt werden müssen. Wir haben kurze und knackige Briefe. Hier sehr rührend zum Beispiel von einem Paar, das es ohne uns gar nicht geben würde. Das freut uns natürlich. Wir haben aber auch wirklich mit viel Liebe sehr, sehr lange Geschichten, wie ihr seht. Also, und das ist auch der Grund, weshalb wir nicht jeden Tag alle Briefe direkt lesen können, sondern wir machen das so. Jetzt ist ja die Tour bald rum. Dann nehmen wir die alle mit nach Hause. Wir teilen die schön auf und dann werden die alle gelesen. Und dann gibt es auf jeden Fall Feedback dazu, weil das freut uns tierisch, dass das so einschlägt. Und auch nächstes Jahr werden wir den Briefkasten wieder dabei haben. Wenn ihr uns also schreiben wollt, kommt auf die Konzerte, schmeißt die Briefe rein. Wir lesen das, wir freuen uns und haben jetzt Weihnachts- und Silvesterlektüre. Ganz vielen lieben Dank an euch.